So, guten Tag. Thema ist Patientenverfügung. Und es geht um einen Gesetzestext. Den Gesetzestext habe ich hier gefunden. Das ist das Buch Patientenverfügung von der Verbraucherzentrale. Und es geht um das BGB-Beschluss 630D. So. Einwilligung. Eins. Das ist Untertitel 2 Behandlungsvertrag und es geht um Titel 8 Dienstvertrag und ähnliche Verträge. Also es geht um einen Vertrag, den Behandlungsvertrag. So, und dann gibt es Beschluss A, vertragstypische Pflichten beim Behandlungsvertrag, Beschluss 630b, anwendbare Vorschriften. Dann gibt es C, Informationspflichten und D, Einwilligung. Und wir sind beim Thema Einwilligung. Das wird jetzt ziemlich technisch. Vor Durchführung einer medizinischen Maßnahme, insbesondere eines Eingriffs in den Körper oder die Gesundheit, ist der Behandelnde verpflichtet, die Einwilligung des Patienten einzuholen. Interessant an der Stelle ist, dass da der Behandelnde steht, nicht der Arzt. Spätestens an der Stelle sieht man, was ein Arzttitel wert ist in Deutschland. So. Ähnlich schwer ist es auch, den zu bekommen. Ist der Patient einwilligungsfähig, ist die Einwilligung eines hierzu berechtigten einzuholen, soweit nicht eine Patientenverfügung nach § 1901 A Absatz 1 Satz 1 die Maßnahme gestattet oder untersagt. Weitergehende Anforderungen an die Einwilligung aus anderen Vorschriften bleiben unberührt. Das heißt, wenn es keine Patientenverfügung gibt, muss man einen Berechtigten fragen, wenn der Patient nicht einwilligungsfähig ist. Kann eine Einwilligung für eine unaufschiebbare Maßnahme nicht eingeholt werden, darf sie ohne Einwilligung durchgeführt werden, wenn sie dem mutmaßlichen Willen des Patienten entspricht. Das ist zum Beispiel bei einer notfallmedizinischen Maßnahme nötig, wenn er noch handwarm ist, aber keinen Puls und keine Atmung hat. Meistens hat man auch noch Hirnströme. Und dann fängt man mit der Videobelebung an und fragt nicht erst beim Betreuungsgericht, also der entsprechenden Abteilung des Amtsgerichts, nach, ob man es darf. So, Absatz 2. Die Wirksamkeit der Einwilligung setzt voraus, dass der Patient oder im Fall des Absatzes 1 Satz 2 der zur Einwilligung Berechtigte vor der Einwilligung nach Maßgabe von § 630e Absatz 1 bis 4 aufgeklärt worden ist. Mir wird gerade ein bisschen anders, aber egal. So. Die Einwilligung kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen formlos widerrufen werden. Okay, das ist wichtig.
Okay, also man muss aufgeklärt worden sein. Das ist unter Aufklärungspflichten aufgeführt. Ja, es gibt auch einen Paragraphen Einsichtnahme in die Patientenakte. Ich bin behandelt worden, ich kriege keine Einsicht. Ich finde das fragwürdig. Die Krankenkasse weiß auch Bescheid, denen ist es auch anscheinend scheißegal. Ja, so. Patientenverfügung, Paragraph 1901a. Beim Landschaftsverband interessiert sich auch jeder ein Scheißdreck dafür, dass man den Leuten Einsichtnahme gewähren muss. Finde ich auch scheiße. Patientenverfügung ist ein eigener Paragraph. Umfang der Betreuung, Pflichten des Betreuers. Oh, 1901 ist interessant. Da mache ich aber heute Abend eine eigene Folge zu. So, tschüss.